Bei mehr als 9% liegt die Inflation inzwischen im Euroraum, Tendenz steigend. Das hat die Europäische Zentralbank unter Druck gesetzt. Nun versucht die Notenbank, die hohen Preise mit dem größten Zinsplus der EZB-Geschichte unter Kontrolle zu bringen. Um 0,75 Punkte hob sie heute den Leitzins an. Damit liegt er jetzt bei 1,25%. Und weitere Zinsschritte sind bereits angekündigt. Voller Entschlossenheit tritt EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt am Main vor die Presse. Sie verkündet die höchste Zinserhöhung in der Geschichte des Euro. 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Banken Geld bei der EZB leihen, steigt damit auf 1,25%. Die Inflation ist nach wie vor viel zu hoch und sie wird vermutlich noch längere Zeit über unserer Zielmarke liegen. Nach Schätzungen der Statistikbehörde ist die Inflation im Euroraum im August auf 9,5% gestiegen. Hohe Lebensmittelpreise, steigende Nachfrage nach der Pandemie und Angebotsengpässe treiben die Inflation noch weiter nach oben. Doch trotz der Zinserhöhung bleiben die wirtschaftlichen Aussichten trübe. Zwar hofft die EZB bei den Lebensmittelpreisen auf Besserung, wenig Einfluss hat sie dagegen auf die rasant steigenden Energiepreise. Daher senkt die EZB heute die Prognose für das Wirtschaftswachstum dieses Jahr deutlich ab, auf gerade noch 0,9%. Vor allem der russische Angriffskrieg drückt die Stimmung der Verbraucher und der Wirtschaft. Die EZB kündigt bereits heute weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten an.